Montagmorgen Aufbruchstimmung. Frau und Claudia bleiben noch und ziehen jetzt hier vor. Und wir machen uns gleich auf den Weg. Gute Heimfahrt! Macht es gut und euch noch eine schöne weitere Woche. Ja, diese Woche wird es vom Wetter her stabiler, glaube ich. Ja, weil ihr jetzt wieder alleine fahrt. Ja, richtig. Und auch morgen haben wir Schickwetter angekommen. Ach ja, es wird schon. Ja. Macht es gut, ne? Tschüss. Tschüss, Anna. Der Schweizer hat da vorne nochmal angelegt. Und hier ist nochmal die schöne Windmühle. Ja, jetzt haben wir den Schweizer eingekriegt. Der liegt jetzt auch noch auf der ersten Brücke. Machen wir jetzt doch in Kolonne. Die Brücke in Wes wird jetzt direkt geöffnet. Und bei herrlichem Wetter fahren wir durch Wes. Endlich Sonnenschein. Am Ende unseres Urlaubs wird das Wetter besser. Genau richtig kalkuliert. Als wir da ankamen, lag der Schweizer noch vor der Brücke und ging auch schon auf. Und jetzt fahren wir auch schon durch. Hier in Wes fährt man fast durch die Wohnzimmer. Ich lasse die Fender mal noch alle draußen, weil wir müssen ja noch durch die Schleuse. Die nächste Brücke wird geöffnet. Auch hier ist die EM angekommen und gestern hat Holland natürlich auch gewonnen. Ja, vor der anderen Brücke steht schon an der anderen Seite jemand. Da ist der Brückenwärter. Morgen! Da vorne ist schon grün. Hier ist auch noch eine Karte, wo man liegen kann. Wenn man so früh kommt, hat man Glück und bekommt auch die schönen Stadtplätze. Da hinten waren wir gestern essen beim Italiener. Der hat nur Pizza und die war wieder mal lecker. Hier in der Kirche wird ein Bier gebraut. Da ist eine Bierbrauerei drin. Fürsper Bierwinkel. Mit dieser Brücke verlassen wir dann die Stadt Wes und müssen warten, bis die Eisenbahnbrücke öffnet. Vielleicht haben wir Glück, dass sie früher öffnen als gedacht. Ansonsten müssten wir jetzt 40 Minuten warten. Die Durchfahrt war wieder hervorragend. Und von außen wollen natürlich auch welche wieder direkt rein. Da geht es weiter, die Vecht entlang, nach Utrecht. Ja, und da vorne ist dann schon die Eisenbahnbrücke. Mal schauen. Passen wir nicht durch? Okay. Ein schickes Hausboot, aber ich weiß nicht, ob ich damit fahren möchte. Wir verlassen jetzt hier den Warteplatz vor der Brücke. Jetzt haben wir an der Eisenbahnbrücke tatsächlich die volle Wartezeit abliegen müssen. 4 Minuten vor offizieller Öffnung geht hier auf Rot-Grün. Das heißt, wir können als erstes durch. Drüben wartet auch noch einer. Jetzt fahre ich schon mal bis zur Brücke vor, damit es dann gleich schneller geht. Denn die öffnen nur 3 Minuten. Bei der Brücke ist tatsächlich jemand im Häuschen oben. Und öffne die Brücke direkt von hier aus manuell. Da sitzt also keiner in der Ferne, der die Brücke öffnet. Die große Eisenbahnbrücke geht auf, pünktlich 10.54 Uhr. Wir fahren natürlich bei Rot-Grün durch, sobald die Höhe passt. Ja, von der anderen Seite warten auch welche. Und er winkt ganz freundlich. Schon riesig. Wir haben große Wäsche. Hier ist auch eine Werft, hier kann man wahrscheinlich auch Reparaturen machen lassen. Aber die Seite ist viel schöner. Hier sind wieder die wunderschönen kleinen Häuschen auf dem Wasser. So ein schönes Hausboot hat schon was. Vom Wes Richtung Muiden ist es eine wunderschöne Strecke. Schön in der Natur gelegen. Hier ist die Autobahn, die führt nach Amsterdam. Die Spieringbrücke zeigt mal wieder doppelrot, wie beim letzten Mal auch. Aber nachdem wir die angefunkt haben, hat sie dann doch plötzlich geöffnet. Ja, wir warten mal ab. Ist zwar doppelrot. Ja, jetzt hat die Brücke von doppelrot auf grünrot geschaltet. Von der anderen Seite kommen auch einige, aber die bis auf den Segler kommen durch. Ist gerade ein hergekommen, der wahrscheinlich jetzt für uns die Brücke öffnen wird.
Oh, die Brücke geht auf. Also man darf sich hier von Doppelrot nicht irritieren lassen. Es funktioniert. Warum auch immer die Doppelrot zeigt. Und wir kommen dann langsam in den Bereich von Muiden. Die Kleinen kommen natürlich wunderbar durch. Die ganze Flottille. Ach, da legt dann automatisch seinen Mast hier. Und schwuppdiwupp passt da überall durch. Hier liegen auch wieder ein paar schöne Boote. Und jetzt haben wir schon Muiden erreicht. Da vorne ist, glaube ich, schon die Schleuse. Jetzt müssen wir hier vor der Schleuse mal kurz warten. Nach einer kleinen Wartezeit geht es jetzt in die Schleuse von Muiden rein, also Drehbrücke. Ja, die Angler sind auch überall aktiv. Die Brücke geht auf. Grün. Der letzte dicke Power. Okay. Der hört nicht auf mich. Anschiss vom Schleusenwärter. Der letzte Poller reicht nicht. Bei voller Schleuse sicherlich sinnvoll. Heute fraglich, aber so lernt man's. Jetzt stehen wir direkt vorm Tor. Mit Headset wäre er besser gelaufen. Ich hab doch gezählt, dass ich den da vorne nehmen soll. Ich weiß aber auch nicht warum, weil wir sind gerade mal zwei läppische Schiffe. Kostet anscheinend nichts mehr. Jetzt stehe ich hier genau am Tor. 2020 ist das Tor neu gemacht worden. Der erste Sommertag. Jürgen hat kurze Hosen und Sandaletten. Vielleicht kommt ja der Segler noch. Ist schon zu? Na, dann will er, dass es schnell rausgeht. Man merkt, wir sind hier lange schon nicht mehr durchgefahren. Die Schleuse kostet nichts. Und es geht los. Dankeschön, danke. Dankeschön. Tschüss. So, das war jetzt erstmal die letzte Schleuse. Später haben wir dann noch eine. Hier scheint auch was neu gebaut zu werden. Es scheint, wird die alte Fassade da hinten mit verwendet, dass da irgendwie dran gebaut wird. Muiden ist immer total voll. Einen vernünftigen Platz zu kriegen hier zum Übernachten ist sehr schwer. Der Hafen ist oft voll. Hier in Muiden haben wir noch nie gehalten. Wir sind immer direkt weitergefahren. Die einzige Chance so richtig ist an der Tanke. Ah, hier sind schon schöne Bötchen. Hier rechts ist die Tankstelle. Dort vielleicht am langen Steg oder so, aber da muss man auch früh da sein. Das ist für mich der beste Platz. Und die Hafenmeisterin dort ist auch sehr, sehr freundlich. Wieder das wunderschöne Schloss. Im Turm oben wohnt bestimmt Dornröschen. Da ist der Meldesteiger, falls man auch in diesen Yachthafen möchte. Hat auch ein Restaurant. Wäre auch eine Möglichkeit für eine Übernachtung. Und der Himmel sieht schon wieder nicht mehr gut aus. Ja, wir nehmen nicht die kurze Passage, sondern fahren um die zwei Inseln rum. Dank elektronischer Karte können wir hier an dem flachen Gebiet vorbeifahren und bewegen uns also völlig sicher. Wollen nichts riskieren. Backbord liegt jetzt die Marina Muidersand. Das ist eine riesige Segelmarina, nur wenige Motorboote, aber das sind große Motorboote. Das gehört schon fast zum Speckgürtel von Amsterdam. Da wird immer noch fleißig gebaut, riesige Häuser. Die Marine hat alles, was man so braucht. Und daneben ist noch ein riesiger Strand. Also hier kann man sicherlich auch eine Weile aushalten. Ich kann jetzt wieder nur ausschneiden. Mist. Boater on Tour ist zurück in den Randmeeren. Die Brücke besteht eigentlich aus drei Brücken. Marina hat neben ihrer harten Bordarbeit auch noch ein bisschen Zeit übrig und kann noch mal das Steuer übernehmen. Damit du dich anziehen kannst, du Weichei. Frisch geworden wieder hier im Koi-Meer. Und am Horizont kann man auch schon Almere sehen.
Und vor dem Meer geht es immer mal aus. Mal wieder Zeit für den Autopiloten. Entspannt. Ein Berufsschiff kommt uns entgegen. Ansonsten ist hier nichts los auf dem Wasser. Die Hafeneinfahrt von Almere ist im Sommer oft eine Sprudelanlage, damit der Hafen vor Blaualgen geschützt wird. In Almere gibt es auch direkt am Hafen jede Menge Restaurants. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal anzuhalten. Und dahinter ist auch eine große Shoppingmeile. Hier hat man auch Flachwassertonnen, weil das flache Gebiet geht hier so ein Stück rein. Hier an der Stelle sollte man nicht die Fahrrinne verlassen. Also gibt es hier auch die Flachwassertonnen. An Almere sind wir auch vorbei. Unser nächstes Ziel ist jetzt die Brücke, die uns dann ins Ebenmeer führt. Und hier ist schon reger Schiffsverkehr, der uns entgegenkommt. Die Windräder, die hier mal vorne standen, die stehen jetzt hinten in der zweiten Reihe. Etwas zurückgebaut. Wartenburg und Emo haben wir passiert. Jetzt fahren wir noch um die Kurve. Und dann sind wir an der Neikerner Schleuse. Von Weitem kann ich die Schleuse schon sehen. Aber es sind immer noch 4 Kilometer. Das heißt, wir brauchen noch 15 Minuten bis dahin. So wie es aussieht, haben die Ausfahrenden gerade grün in diese Richtung. Das heißt, die müssen erstmal zu uns schleusen und dann wieder hier raus. Das heißt, wir sind eine Viertelstunde noch unterwegs. Passt eigentlich ganz gut. An der Neikerk-Schleuse haben wir Glück. Wir kommen her und es wird direkt rot-grün. Für den Segler wird auch gleich die Brücke geöffnet und alle können hintereinander weg rein. Können quasi so durchfahren. Der Segler ist drin, wir bräuchten die Brücke nicht. Aber gut, also eine große Schleuse hier mit Mühle, da nehmen wir natürlich wieder unser Headset. Das ist unsere letzte Schleuse für diesen Urlaub. Interessanterweise entscheiden sich immer alle für die gleiche Seite. Ich glaube, wir nehmen die andere Seite. Hä? Der Deutsche kommt aus Travemünde. Das ist der typisch hier links. Er macht irgendwo fest, Hauptsache ist fest. Man hat noch eine Lücke nach vorne ohne Ende. Ja, nach der Leiter kannst du nehmen. Genau. Ich habe ihn halt vorne fest, dann fahre ich ein kleines Stück wieder rückwärts bis zum Poller. Und dann nehme ich ihn einfach. Eigenartig, dass schon ein Schleusentor aufgeht. Von Travemünde, das ist schon eine Ecke weg. Wir sind schon bestimmt eine ganze Weile unterwegs. Die Neikerk-Schleuse war heute unsere letzte Schleuse für diesen Urlaub. Und der Segler fährt auch schon raus. Ist zwar noch rot, aber er fährt schon mal. Gut, aus Travemünde fährt auch. Die Neikerker Schleuse haben wir auch hinter uns gebracht. Und wie immer, da fährt so ein kleines Boot rein und legt sich mitten rein, statt vorzufahren. Zum Glück war es nicht so voll und es war für uns kein Problem, um die andere Seite zu gehen. Aber sowas macht man einfach nicht. Wir hätten auf die gleiche Seite gewollt, hätten wir keinen Platz mehr gehabt. Obwohl reichlich Platz gewesen wäre. Wäre auch die bessere Seite, weil natürlich der Wind uns dort drauf gedrückt hat. Oder hätte. Haben wir noch mal den Yachthafen Lulde bei Sonnenschein. Jetzt, wo der Urlaub zu Ende ist, fängt, glaube ich, das bessere Wetter an. Ja, da sind wieder ein paar Followers von uns und freuen sich, dass sie wieder auf dem Bild sind. Wir haben noch einen weiten Weg. Das Wetter wird langsam besser, unser Urlaub ist ja langsam zu Ende. Und ja, klar, dass das Wetter besser wird. Aber so ist das nun mal. Auch hier wieder einen schönen Campingplatz, Chaletchen. Noch ein Stück, dann sind wir an der Haderbrücke. Haderwald kann man da vorne schon sehen. Vor uns liegt die Haderbrücke. Das wäre unser direkter Weg, aber wir biegen vorher rechts ab und fahren Richtung Aquädukt. Und das wäre auch die Richtung vom Passantenhafen nach Haderwald, der mit dem Strand. Wir gehen mal über das Aquädukt. Das ist kein so großer Umweg, den müssten die Segler sowieso machen. Wir biegen jetzt ab, aber wenn man die Strecke nimmt,
sollte man sich streng an die Betonung halten, denn links und rechts ist es doch sehr flach. Der Segler muss das natürlich auch machen. Hier geht es zum Passatenhafen und wir fahren über das Aquädukt. Da vorne kann man den Aquädukt schon sehen. Da werden wir auch gleich drüber fahren. Rechte Hand sieht man die Einfahrt zum Hafen. In dem Hafen haben wir noch nicht gelegen. Wir sind immer an der Stadtkarte gegangen. Das ist alles neu gebaut. Alle Häuser, die da hinten stehen, hat es vor Jahren noch nicht gegeben. Hier darf man nur knapp 6 km/h fahren. Da hält sich natürlich die Jugend nicht dran. Und da sieht man die Straße, die nach Harderwijk führt. Die Jugend hat natürlich Spaß, in unsere Welle reinzugehen. Ich werde jetzt mal nach hinten gehen und sie noch aufnehmen. Hier unten wird immer fleißig gebaggert. Das Volumenmeer ist hier so flach, da kann man Unmengen Sand rausholen. Also in dem Bereich sind wir bisher immer schnell gefahren, deshalb ist es noch gar nicht aufgefallen. Irland hat eine eigene Fahrrinne bekommen, vermutlich wegen des Taudes, damit man genau die Insel anfahren kann, ohne stecken zu bleiben. Wir fahren jetzt mal kurz nach Irland und gucken, ob Heiko und Volker noch da sind. Da machen wir mal kurz Besuch. Genau. Überraschen die beiden mal. Die rot-grüne Tonne signalisiert die Fahrrinne nach Irland. Da machen wir doch mal einen Abstecher. Die ist schön breit. Wahrscheinlich ist die hier gemäht, weil sonst sind hier wahnsinnig viele Wasserpflanzen und man fährt sich die immer wieder in die Schrauben rein. Also die scheinen hier gebaggert zu haben, denn die Tiefe ist zwischen 3 und 4 Meter, da kann man nicht meckern. Wir hatten früher schon mal, dass es so unter 2 Meter wurde und dann merkte man, wie man Kraut wurde. Aber früher war halt außerhalb dicker Krautteppich bis unter die Wasseroberfläche. Langsam nähern wir uns Irland. Auf solchen Inseln waren wir sehr lange nicht mehr. Ist sehr bewaldet, bietet viel Schatten, aber wenn man Fernsehen gucken will über Satellit, wird es schwierig. Aber im Hochsommer ist immer hier sehr viel los. Ja. Da hat man wirklich Mühe, einen Platz überhaupt zu bekommen. Deswegen fahren freitags manche schon aus dem Hafen raus, direkt auf Irland und dann bleibt das ganze Wochenende. Wir haben auch viele schöne Stunden mit Günther und Betty verbracht. Und Peter und Petra. Ja, war immer sehr schön. Heiko und Volker sind tatsächlich da. Natürlich, da hinten liegen sie. Oh, ist das eine idyllische Ruhe hier. Einfach nur schön. Du kannst dich doch da hinlegen. Na, du musst wenden, ne? Die Seite. Die Seite. Wenn, dann fahren wir ganz in die Ecke rein. Ruckzuck kommen die Stühle und der Tisch auf den Rasen. Es gibt erstmal einen Begrüßungstrunk. Das ist in Irland. Das ist ein wirklich wunderschönes Fleckchen. Hier liegt die Barkas von Volker und Heike. Und hier gibt es jetzt Sekt. Aber ein Hochzuck, zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl. Auf Irland muss man jetzt mit QR-Code bezahlen. Na gut, dann probieren wir mal aus. Irland ist ein Traum. Hier kann man wunderbar im Grün liegen. Allerdings sollte man die Insel am Samstag meiden. Da kommen viele aus den umgebenden Häfen und verleben hier das Wochenende. Dann ist es sehr voll.
Wir liegen traumhaft in einer schönen Ecke und verbringen einen wunderbaren Abend. Wir haben noch einen kurzen Zwischenstopp in Pierland eingelegt und haben Volker und Heike besucht. Und jetzt gibt es Spaghetti mit Pulpo. Genau. Heute wurde mal gekocht. Lecker. Auch schön. Auch schön. Hör mal. Auch schön. Ist der kleine Bruder von Scheiße. Nee, nett. Nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Auch schön. Unfassbar schön geht der Tag zu Ende. Auch am Morgen ist wieder herrlich ruhig. Heike und Volker fahren jetzt weiter. Ciao. Hier ist die totale Idylle. Jetzt geht's zu unserer letzten Etappe. Hier auf Pierland war es wirklich toll. Bei schönem Wetter. Super Wetter. Das beste Urlaubswetter, was wir hatten. Ja, wir konnten bis 10 haben wir draußen gesessen noch. Ja, das war echt klasse. Ja. Jetzt fahren wir los und haben noch eine Stunde bis die Klink. Und dann war es das wieder. Wir müssen jetzt gleich nur noch anlegen, Sachen packen und dann geht's nach Hause. Wir verlassen unsere wunderschöne Ecke auf Pierland. Unverhofft kommt oft. Wir sind unverhofft hier hergefahren, haben Heike und Volker überraschen wollen und hatten einen wunderschönen Abend bei herrlichem Sonnenschein. Unsere Entscheidung, nochmal hier nach Pierland reinzufahren, war die richtige. Ein Vorwärts, rückwärts, drehen wir wieder auf den Teller. Und jetzt fahren wir raus. Die Insel ist echt ein Traum. Hier kann man sogar Lagerfeuer machen, was auch viele tun. Man sieht abends im Dunkeln dann einige Feuer brennen. So früh waren wir noch nie unterwegs, noch vor 10. Aber dann ist es so herrlich ruhig hier auf dem Wasser. So hätte ich mir das im Urlaub über gewünscht. Ich fand, der Urlaub war trotzdem ein sehr schöner Urlaub. Auch wenn das Wetter nicht ganz so mitgespielt hat. 5 Grad wärmer und es wäre perfekt gewesen. Ja. Langsam kommt unser Hafen immer näher. Ich habe schon mal ein bisschen Dampf rausgenommen hier, ein bisschen Gas weg, damit wir nicht so mit Schwung in die Hafen einfach fahren. Eine himmlische Ruhe, kein Wind, spiegelglatt. Normalerweise kommen wir am Wochenende wieder und werden empfangen. Heute werden wir wahrscheinlich ganz alleine im Hafen sein. Dienstag hier, das ist total verschlafen, ist fast wie ausgestorben. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Ganz wichtig ist ja immer, dass man dran denkt, dass das Heck immer schwenkt, wie beim LKW. Unsere Maxi 2 liegt nun wieder im Hafen und wir schauen uns jetzt mal an, wie sich die Mückenplage hier entwickelt hat. Das hatten wir den ganzen Urlaub nicht. Man sieht hier ein, zwei Nächte in die Klink und das Boot ist schwarz vor kleinen Viechern. Und das geht jetzt schon seit Wochen so. Ich bin mal gespannt, wie unser Boot beim nächsten Mal aussieht. Auch Petersbrom hat gelitten. Das ist mit den Mücken ist hier einfach furchtbar. Ja, man sieht hier auch schon die Wasserpflanzen direkt bis an die Oberfläche. So viel hatten wir um die Jahreszeit noch nicht gehabt. Irgendwann ist unser ganzes Boot eingewachsen. Auch hier am Heck ist alles voll. Das ist nicht schön. Der klinkert uns wieder. Und wir frühstücken jetzt. Dann wird das Auto gepackt und dann wird das Boot nochmal gestaubsaugt und gestaubgewischt überall. Und dann geht's nach Hause. Das war's. Und wir freuen uns schon auf den nächsten Urlaub. Gestern noch Sonne und heute verabschieden wir uns hier wieder im Regen. Tschüss. Tschüss.